Du spielst ja jetzt aber wirklich, oder? Nicht, dass Sparky mal übernommen hat. Den elfischen Verjünger spiele ich gar nicht mehr. Ich finde die Karte zu teuer. Ich habe da lieber den Blätterfresser drin. Ist im Early Game sehr geil. Aber gut, der elfische Verjüngerer ist ja nochmal ein ganz anderer Effekt. Die Schlingspinne, sieht süß aus, oder? Sag, dass sie süß ist. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt deuten soll. Lol, meine Karten haben alle Reichweite. Das fällt mir jetzt erst auf. Die ich hier gerade draußen liegen habe. Ja, schön gebaut gegen Luftviecher. Luftgedöns. Bitte eine Ebene, Merkel. Bitte eine Ebene, Merkel. Ah, danke, Merkel. Also habe ich Zeit, Ebenen zu ziehen, wa? Warum hast du da schon so viele Ebenen? Mit deinen Effekten hat das ja ganz gut funktioniert, scheinbar. Weil ich ziehe gar nichts. Nicht mal eine Karte, um Mana zu erzeugen. Ich bin im Deck eine sehr schöne Waldkarte. Die mir sehr gut gefällt. Das ist zwar kein Tor draußen. Oder wenn ich. Ja, doch, drei. Drei. Ja, gut. Gut, dass er weg ist. Damit, falls du neue Tore machst, dass da nicht noch mehr Kacke kommt. Ja, stimmt, waren nur zwei Unge-, also auch nur zwei Karten ziehen. Aber zwei Karten reichen schon zum Ziehen. Für drei Mana, zwei Karten ist es okay. Okay, ich muss merken, drei Schaden. Ja, drei. Oder man macht's einfach so. Wer braucht schon lodernde Tore? Du hast nochmal reinigende Nova. Ist wahrscheinlich, nee. Tja. Ja, sehr interessant. Kenne ich gar nicht die Karte.
Das ist eine schlimme Karte. Gipfeltreffen der Gilden. I don't like that. Ich ziehe keine guten Karten. Bei dir kann ich sie nicht einschätzen. Hey, hattest du nicht 5 Tore? Mach das ruhig. Die Karte brauche ich hier nicht. Er ist sich schon.